Jo, willkommen zurück. Das wird also noch nichts. Also probieren wir das hier noch. Ganz zu Anfang da drüben. Können wir aber mal zwischenzeitlich zur Handelsstation. Mal schauen, was wir mit unserem verdienten Money jetzt so anfangen können. Was man denn so aufrüsten kann, ne? An alle Frachterpiloten, bleiben Sie in Warteposition. Die Frachtdocks sind zurzeit überlastet. Eine Kondensator. Ja, Nachbrenner ist in der Tat das Schlechteste, ne? Und Kondensator. Sollte ich da vielleicht mal investieren, ne? Nächstes dann quasi mal den Generator und den Nachbrenner. Je nachdem. Mal gucken, was wir schnappen uns den mal für die Frauen im Techer-System. Den Weg zu den älteren Systemen, da mit dem einen piratenbesetzten System, kann man sich das nochmal gönnen hier. Nochmal wieder Geld verdienen. Das wird ja wohl hinhauen hier. Halten sich im Asteroidengürtel auf, ja? Die Piraten das so machen, ne? Ja. Du bist tollkühn oder dumm. Hierher zu kommen schreit nach Ärger. Mehr Ärger, als du vertragen kannst. Das gibt's ja nicht. Na, ich hätte sicherlich vorher die anderen auch erstmal fertig machen sollen. Hoffentlich geht's gleich weiter. Moment mal. Aber was soll's, dann verzichte ich da drauf. Einfach weg hier.
warten. Ja, war fertig hier. Das geht jetzt aber einfach. Und weg hier. Pascha vorbei. Ja, hier habe ich jetzt aber mein Schiff noch nicht aufgerüstet, ne? Ja gut, können ja auch hier zur Handelsstation und das eben nochmal machen. Das Geld investieren. Denn das sollten wir wohl auch. Ein paar Piraten am Hals, ja. Na komm, zeig mal, was er kann. Ich mach mal fertig hier. Du bist so gut wie tot! Klopp. Das nächste Piratenbesetzsystem zu schaffen. Vorher speichern. Und wie es dort läuft. Schon wieder jemand, der Streit sucht? Gucken wir mal, wie es hier läuft. Ob wir die hier schaffen. Der Akto ist
schon ganz nahe. Schilde klar. Für ein Schiffsupgrade zusammen. Jo. Das ging ja einigermaßen, ne? Muss vielleicht mehr mit diesem Seitenstrahl machen. Schaffe ich das vielleicht besser? Erstmal auf die Handelsstation. Reparieren und so. Das war ja schon mal ganz nett. Haben wir ordentlich was befreit von Piraten, ne? Ach, wer will denn jetzt schon wieder was? Erstmal zur Handelsstation. Mal gucken, ob ich landen kann und darf. Und ja nicht. Hätte erstmal angegriffen, ja. Station. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Piratenmäßig. Was ich gerade noch aufrüsten kann. Für irgendwas musste das Money ja gerade noch mal gut sein jetzt. Kondensator haben wir nämlich immer noch den schlechtesten gerade drin, ne? Ja, und dann rein damit. Quatsch.
Landecomputer X3. Ja, vielleicht auch mal ganz nett. Kostet ja zwar nicht so viel, ne? Reparaturbot. Einmalig. Ja, solche einmaligen Sachen kann man noch drauf verzichten. Energiesammler. Man erhöht die Aufladerate des Hyperraumantriebs. Das würde auch noch Sinn machen. Naja, erstmal für den Landecomputer, ne? Los, Schiffswrack. Was ist denn hier los, Freunde? Gibt's hier noch was oder habe ich euch schon fertig gemacht? Noch jemand, der für eine Prämie Stufe 1. Sein Leben die Geschichte opfert. Jetzt. Sechs Piraten in Angriffsformation. Da kann die dann nochmal angreifen. Auf jeden Fall Credits. Schöne Waffe. Keine Chance, sie sind jetzt zu schwierig. Totale Zerstörung. Ja, dann probieren wir noch mal diese anderen Piraten besetzten Planeten da. Beziehungsweise ne, das System hier. Schauen wir mal, ob wir das jetzt mal hinkriegen. Wenn nicht. Wieder einer, der glaubt, er könnte uns hier vertreiben. Okay, dann halt nicht. Tja, dann, was machen wir denn als nächstes? Piraten wird erstmal nichts, diese piratenbesetzten Systeme. Wir müssen auf jeden Fall Geld verdienen und wir brauchen diesen größeren Hyperraumsprung-Dings. Ne? Hilft alles nichts. Also erstmal Geld verdienen dann. Ich sage erstmal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Darkstar One. Macht's gut oder besser.